Immer mehr von uns arbeiten ja momentan im Homeoffice und müssen dabei auch mit immer mehr neuen Situationen klarkommen. Das ist die Kombination aus Stress am Arbeitsplatz, auch die Unsicherheit in Bezug auf die öffentliche Gesundheit und dem eigenen Kühlschrank direkt vor der Nase. Das veranlasst einige dazu, mehr als im Büro zu essen und sich noch weniger zu bewegen. Deswegen zeigen wir dir heute unsere 7 Ernährungstipps für deine Zeit im Homeoffice. Ja, gerade die emotionale und auch die körperliche Belastung, die man so selber hat, die erhöht halt auch die Essensmenge. Also wer kennt das nicht? Also wenn ich im Stress bin, dann esse ich ja oft auch einfach mehr und so gibt es eben auch mal mehr Mahlzeiten, vor allem mit höherem Fett und höherem Zuckergehalt. Und greife vielleicht hier mal zum Chips und hier mal zu einer Schokolade. Und ich sag mal, Stressessen bewirkt kurzfristig zwar den Hungerverlust, aber langfristig wird im Endeffekt sogar durch das Ausschütten von Cortisol wird der Hunger, das Hungergefühl verstärkt. Und deshalb wollen wir dir jetzt mal unsere Tipps geben, damit du dich gesünder und besser an deinen heimischen Schreibtisch ernähren kannst. Also komm mal mit. Bevor es losgeht, nimm dir doch noch ganz kurz die Zeit und lass uns einen Daumen nach oben da, um uns einfach auch deine Wertschätzung zu zeigen und natürlich auch zu zeigen, ja, die Videos gefallen mir, die Inhalte, das trifft genau das, was ich sehen und hören möchte. Und wir freuen uns. Danke. Ja, lass uns mal loslegen. Tipp Nummer 1 für deine Zeit im Homeoffice. Ja, also. Es klingt so einfach und ist doch so genial. Leg dir einen gesunden Vorrat, nein, umgekehrt, einen Vorrat an gesunden Snacks. Ist auch ein gesunder Ja, Vorrat, ein ne? gesunder Vorrat, also nicht zu viel, nicht zu wenig, an gesunden Snacks an. Ja, es können Apfelchips sein, rote Beete-Chips, also auch Sachen, die du vielleicht erstmal wirklich mit Snacks konkret auch in Verbindung bringst, die eben vorrätig sind, sich halten und du eben auch gut ein bisschen auf Halde einfach kaufen kannst, dass du die einfach auch immer da hast. Ja, oder du kannst es eben doch selber machen. Also wir haben dazu auch mal ein Video gemacht zum Thema Brain Food im Homeoffice. Das werden wir auf jeden Fall mal verlinken. Da kannst du auch mal vorbeischauen, was gibt es wirklich für Geistesnahrung, die du zunehmen kannst, gerade während des Homeoffice, um wirklich auch maximale Leistungen erbringen zu können, um auch stark zu sein, um einfach gut durch die Zeit zu kommen. Ja, Tipp Nummer 2 für eine Zeit im Homeoffice, auf jeden Fall der Klassiker, wirklich ausreichend, genügend trinken. Und keine Limo. Genau, wirklich am besten natürlich Wasser, ja, auch gefiltertes Wasser, das ist natürlich unser Fokus auch. Und natürlich auch fermentierte Säfte trinken wir zu Lebzeiten gerne. Also du kannst natürlich das, was du fermentierst, die Lage, die entsteht, die auch entsprechend trinken. Und das ist richtig toll, gerade so jetzt auch im Frühling Richtung Sommer, so einen tollen Sauerkrautsaft. Gib dir entsprechende Probiotika. Wirklich die Power, die du brauchst für den Tag, ist erfrischend, super lecker und du ja, deckst damit deinen ganzen Nährstoffbedarf. Und das ist natürlich eine super Sache. Manchmal braucht man auch einfach einen anderen Geschmack als Wasser. Wasser, Und das auch ist zum so. Wassertrinken gibt es ja viele, viele Strategien. Du könntest dir vielleicht stündlich den Wecker stellen. Du kannst dir aber auch einfach große Flaschen hinstellen und wirst, okay, das ist die Menge, die ich heute einfach trinken muss. Es ist eh gut, in größeren Portionen zu trinken und nicht alle 5 Minuten immer irgendwie so 2 Schluck. Ist natürlich besser, als zu wenig zu trinken. Aber für viele ist es vielleicht einfacher, weniger Trinkmahlzeiten zu haben und dafür einfach mehr dann auch zu trinken, als das permanent so über den Tag zu Genau, verkleckern. das ist eine gute Idee. Da gibt es auch Trinkuhren im Internet. Du kannst natürlich auch selber den Wecker stellen. Da gibt es auch viel für Unterstützung. Tipp Nummer 3. Ja, wenn dir da einfach auch die Routine fehlt, dann kann es dir helfen, einen Ernährungsplan aufzustellen, der gibt dir Struktur. Du überlegst dir einfach im Vorfeld, was kann und will ich über den Tag verteilt einfach essen, ja, Frühstück, Mittag, Abend. Vielleicht zwischendurch schneide ich mir früh noch ein paar Gurken auf oder irgendwie sowas. Und dann will man sich da auch dran halten, so ist zumindest unsere Erfahrung. Und du hast sowas, woran du dich langhangeln kannst, ja. Essen, und das hat einfach jetzt einen ganz anderen Stellenwert, als es jetzt vielleicht noch vor 100 Jahren oder so der Fall war. Und da kann das unheimlich helfen,
Man hält sich dann auch einfach dran und man schweift weniger ab, das wollte ich eben noch sagen. So, ne? So ach, irgendwie brauche ich jetzt gerade mal eine Denkpause, esse ich was. Ganz klar. Und das hilft dir einfach da ein bisschen in deiner Struktur zu bleiben und eben nicht nur zur Schokolade oder sowas eben zu greifen. Ne? Absolut. Ja, Tipp Nummer 4 ist kein klassischer Ernährungstipp, hat auch nichts mit Ernährung zu tun, aber wir brauchen es absolut, um die ganze Konzentration aufrechtzuerhalten, nämlich die frische Luft. Ja, also hier wirklich mal auch rausgehen, wenn du, gerade wenn du merkst, du bist irgendwie träge, bekommst du vielleicht auch gerade so ein Motivationstief, rauszugehen. Ja. Und wirklich einfach die Zeit zu nehmen, da wirklich Energie zu tanken, auch mit der Natur wieder verbunden zu werden. Und, ja, und sich auch auszutricksen, seine Langeweile auszutricksen. Genau, und damit nicht Richtung Kühlschrank zu gehen. Ne? Es ist oft kein Hunger, es ist einfach oft die Langeweile. Das und ist tatsächlich so. Ne? Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Tipp, Nummer 5. Nicht so, sondern so. Pausen einhalten. Passt natürlich auch wieder ganz gut zu dem Essensplan, was ja irgendwie... Ja, Pausen beinhaltet natürlich Essenspausen. So hat dein Essensplan auch die Struktur. Du ernährst dich durch regelmäßige Mahlzeiten auch wieder besser. Dein Körper kann sich viel besser auf die Verdauung auch einstellen, als wenn du irgendwie permanent und ganz ungleichmäßig irgendwie immer irgendwas in dich reinsnackst. Da wirklich Essenspausen einzuplanen oder natürlich auch andere Pausen. Das muss ja nicht immer mit Essen verbunden sein. Aber die fest einzuplanen und dann hast du natürlich gleich die Struktur auch für deine Planung, für deinen Essensplan. Ja, Tipp Nummer 6, wenn du Zeit im Homeoffice, koch doch die Mahlzeiten vor. Ich meine, wo früher einfach die Zeit natürlich auch für den Arbeitsweg war, ist heute vielleicht die Zeit, mal die eigenen Mahlzeiten vorzukochen, dir wirklich auch dafür Zeit zu nehmen und eben frisch ist da immer meistens besser. Und das geht wirklich gut, wenn du einfach die Zeit nimmst, fürs Vorkochen und entsprechend für den Tag auch schon vorsorgst. Und vor allem, du weißt eben auch, wo kommt das Essen her? Vor allem auch, was ist drin? Was hast du selber hinzugetan? Als wenn du sagst, okay, ich nehme jetzt ganz schnell irgendwas oder holst dir schnell irgendwie einen Burger her, wo du eben auch nicht weißt, was wirklich drin ist und vor allem, wo die Zutaten herkommen. Und das ist eben frisch und selber zubereitet. Kannst auch gleich mehr über den Tag eben vorkochen, auch für die ganze Familie gleich kochen. Dann musst du nicht nur eine Portion für dich machen, sondern auch gerne für deine Liebsten. Und das ist auch, ein guten Tipp, den wir einfach wirklich für uns so nutzen und wirklich den ganzen Tag davon profitieren. Alternativ natürlich auch, wenn man eh kocht, diese Mahlzeiten während der Arbeit mit einzukalkulieren und da einfach gleich größere Portionen zu kochen, die man sich am nächsten Tag vielleicht nochmal warm macht, weil kalt ist. Oh, ja. Und es muss ja auch nicht immer vor Kochen sein, selbst rohe Mahlzeiten zuzubereiten. Das dauert eben einfach auch manchmal seine Zeit, ne? Je nachdem, was man sich machen möchte. Richtig. Aber das macht einfach Sinn, es vorzubereiten, ganz klar. Tipp Nummer 7. Sinnvoll einkaufen. So sparst du natürlich Geld und auch Zeit. Also wenn du eben deinen Essensplan hast, weißt du eben auch ganz genau, okay, was brauche ich wann und kannst eben auch ganz, ganz gut deinen Einkauf darauf ausrichten und das solltest du auch machen. Weniger so diese Intuitivkäufe und sowieso nicht hungrig einkaufen gehen. Ist auch unsere Erfahrung, man kauft viel weniger, was man dann am Ende irgendwie doch, nicht so wirklich verwerten mag mehr oder dann doch keine Zeit hat, das und jenes mal zuzubereiten. Du weißt ganz genau, was du brauchst. Du weißt ganz genau, du kannst es dir auch vorbereiten, weil die Zeit irgendwie auch einkalkuliert ist. Und das spart eben Geld und Zeit. Ja, das waren unsere 7 Tipps für deine Ernährung im Homeoffice. Und wir hoffen, dass du nun ein wenig motivierter und produktiver an die Tat schreiten kannst. Und wenn du jetzt eben auch wissen willst, wie du deine eigenen Snacks für deine Zeit im Homeoffice herstellen kannst, können wir dir natürlich wärmstens unseren Kurs 5 Fermente in 5 Tagen empfehlen, wo wir dir innerhalb von 5 Tagen zeigen, wie du wundervolle 5 Fermente kreierst, ganz einfach, ganz simpel, ganz schnell. Das Einzige, was du brauchst, sind deine Hände. Du brauchst Gemüse und Gewürze. Aber was du konkret brauchst, das erfährst du von uns. Wie du es konkret anwendest, erfährst du von uns. Du bekommst von uns wirklich konkret eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du konkret diese 5 Rezepte
umsetzt in den 5 Tagen und das eben ganz wundervoll bebildert. Und wir haben schon über 20.000 Teilnehmer und wirklich wundervolles Feedback bisher bekommen. Und ja, absolut gratis, melde dich an und du kannst dich auch jederzeit ganz schnell und easy wieder abmelden. Also schau einfach unterhalb der Videobeschreibung vorbei. Ansonsten, hat dir das Video gefallen, gib uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Abonniere auch unseren Kanal, sofern du noch kein Abonnent bist von unserem Sau macht glücklich YouTube-Kanal. Und ganz wichtig, drück auch auf die Glocke, damit du jedes Video auch wirklich sofort mitbekommst, sobald wir es hochladen. Weil wenn du die Benachrichtigungsglocke nicht aktivierst, dann erfolgt nicht die Information, würdest unsere wertvollen Videos verpassen. Also, alles Gute dir, viel Spaß, bis bald. Ciao. Ciao.